Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Photoshop-Tutorial von mPictures. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach Fotos, die zum Beispiel gerissen sind oder stark geknickt sind, wieder reparieren könnt. Vor einer längeren Zeit habe ich bereits ein Tutorial erstellt, wie man Farbkorrekturen macht an alten Fotos, die vielleicht Farbintensität verloren haben. Und das ist jetzt der zweite Step zur Fotorestaurierung. Fangen wir ganz einfach an. Nimmt einfach mal ein Foto, was zum Beispiel gerissen ist, und dann werden wir jetzt das Foto mal reparieren. Ihr müsst das natürlich wieder als allererstes einscannen und könnt das dann mit Photoshop bearbeiten. Wir fangen jetzt hier oben erstmal an. Hier haben wir einen kleinen Riss im Foto drinne und das möchte ich als allererstes reparieren. Das funktioniert ganz einfach. Ihr stellt als allererstes eure Ebene frei, also euer Foto, Doppelklick auf die Ebene. Ich habe das hier bereits gemacht. Und dann mit Enter bestätigen. Und diese Ebene duplizieren wir jetzt einmal, also Command J oder Steuerung J bei Windows-Usern. Und nennen diese jetzt erstmal einfach mal um in Korrektur. Korrektur. Das müssen wir hier leider machen, da wir mit dem Werkzeug, mit dem wir jetzt gleich arbeiten werden, leider nicht nondestruktiv arbeiten können. Deswegen müssen wir leider auf der Ebene direkt arbeiten. So, jetzt geht es auch schon los. Einfach mal die Taste S drücken, das ist unser Stempelwerkzeug. Und dann haltet ihr die Alt-Taste gedrückt und zieht euch jetzt erstmal eine Quelle. Ich nehme das jetzt ein paar Millimeter über dem Riss hier, ungefähr hier. So, die Quelle könnt ihr jederzeit neu beziehen und dann zeichnet ihr jetzt einfach mal über den Riss hier. So, mal ein bisschen größer machen und ihr könnt, wie gesagt, die Quellen immer wieder neu beziehen. Das ist kein Problem, zum Beispiel hier. So machen. Also das ist also sehr simpel, dieses Werkzeug. Eine schöne Abwechslung so gegenüber von Patch Tool und Healing Brush. So, hier können wir einfach über das Foto rüber malen, das ist kein Problem, weil wir das ja sowieso nachher noch ausschneiden. So, ja, der Riss ist schon mal repariert, also fällt ja auch kaum auf. Jetzt kommen wir zu dem größeren Teil, und zwar Foto ist hier komplett abgerissen. Ja. Haben sich vielleicht zwei Kollegen gestritten, man weiß nicht. Ja, hier funktioniert das ganz einfach und zwar wie die originale Ebene können wir hier erstmal ausblenden. Dann wählen wir die Korrekturebene wieder aus, drücken die Taste M. Achtet darauf, dass ihr hier einfach mal das Rectangular Tool ausgewählt habt und bei Style einfach normal, dann könnt ihr das einfach selber hier auswählen. So, dann wählen wir das hier so aus. Ruhig ein bisschen mit Rand, das ist kein Problem. Und dann drücken wir einfach mal Steuerung bzw. Command X, Command V. Dann haben wir schon mal hier das Stück und das müssen wir gleich oben anpassen. Aber davor müssen wir den weißen Rand hier wegmachen. Dafür drückt ihr einfach die Taste W für unseren Zauberstab und stellt hier die Toleranz ein. Ich habe jetzt die Toleranz von 10. Ja, das ist schon mal sehr gut. Also man sieht, dass er sich richtig gut an die Kanten anpasst. Wenn er jetzt zu viel zum Beispiel von dem Foto noch mitnimmt, dann müsst ihr mal gucken, dass ihr die Toleranz etwas kleiner stellt. Oder wenn es jetzt nicht so gut klappt, dann halt ein bisschen größer stellen. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Das ist nämlich von Foto zu Foto unterschiedlich, je nachdem, wie viele helle Stellen oder dunkle Stellen halt im Foto vorhanden sind. So, wenn ihr das gemacht habt, dann einfach mal Delete drücken. Dann haben wir jetzt nur noch das Fotostück hier und ja, dann passen wir das mal hier an. Ja, das ist schon mal, es lag schräg auf dem Drucker, Kopierer, das macht aber nichts. Command T drücken und ja, mal ein bisschen drehen. Mal schauen, na, noch ein bisschen. So,
Das sieht schon mal gut aus. Dann legen wir das einfach hier so an, drücken Enter. Können gerne noch mal hier so richtig gucken. Ja, der Rand ist eben, das ist gut. Falls das nicht der Fall ist, einfach mal mit den Pfeiltasten mal ein bisschen links, rechts machen. Hoch, runter, so dass ihr das optimal anpasst. Ja, und hier funktioniert das gleich genauso, aber bevor wir das machen, müssen wir die beiden Ebenen zusammen verschmelzen. Also wählt ihr beide Ebenen mal aus und drückt Command E. Jetzt hattet ihr in Layer 1 umbenannt. Korrektur nochmal. So, und ja, hier geht das jetzt genauso. Taste S drücken für das Stempelwerkzeug. Dann wählt ihr hier ein paar Millimeter darüber einfach mal Quelle aus. Ja, und legt einfach mal los. Falls es irgendwann mal zu doll auffällt, dass hier mal ein Strich war, kein Problem. Dann einfach mal immer neue Quelle beziehen und dann passt das auch schon. So, wir sehen auch hier zum Beispiel, hier ist ein Stein und die Sonne scheint da. Und hier ist natürlich der Schatten, den wollen wir natürlich beibehalten. Also wählt ihr einfach mal den Schatten hier aus. Und siehe da, es klappt wunderbar. Mal hier ein bisschen. Ich kann der Brush auch ruhig etwas kleiner sein. So, dann malen wir hier auch mal ein bisschen rüber. So, ja, dann kann man halt hier noch mal reingucken. Dann liegen hier zwei Steine nebeneinander. Ja, gut. Sieht nicht gerade realistisch aus, wenn hier zwei gleiche Steine, vor allem gleiche Steine, nebeneinander liegen. So, jetzt sieht das ein bisschen besser aus. Ja. Wenn wir uns jetzt mal das Bild angucken, dann fällt es schon gar nicht auf, dass das mal gerissen war. Und ja, zum Schluss müsst ihr das natürlich ausschneiden. Also C drücken für das Crop-Tool und dann wählt ihr das hier so aus. So, natürlich ein bisschen gucken, ob das auch wirklich genau passt. Hier, da. Sieht gut aus. Doppelklick drauf. Und voilà, das Foto ist fertig. Das könnt ihr jetzt abspeichern und ja, drucken lassen. Ne? Und dann freut sich die Mutti vielleicht, dass ihr ihr Foto wieder repariert habt oder irgendwas anderes. Ja, natürlich nicht vergessen, wie immer Farbkorrektur zu machen. Aber wie das funktioniert, habe ich ja in einem anderen Tutorial bereits erklärt. Der Link dazu findet ihr auch unten. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Reparieren von alten Fotos. Gerissenen Fotos, Farbkorrektur machen und weiteres. Wünsche euch dann halt nochmal viel Spaß, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.